So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, das passt von dem Deutschen her, weil ein bisschen windig ist es hier. Ja, ich begrüße euch zum ersten Mal im Jahr 2020 wieder zu einem Reisebericht und zwar diesmal zu einem der ganz besonderen Art, weshalb heute mal kurz auf die Vorgeschichte eingegangen werden muss, bevor ich hier erkläre, was hier eigentlich gerade Schönes zu sehen ist und wo wir gerade sind. Und ja, jedenfalls haben manche vielleicht schon durch diverse Ankündigungen hier mitbekommen, dass ich in diesem Jahr Abitur geschrieben habe und ja, dementsprechend jetzt im Juni mit der Schule fertig bin. Wie es dann danach weitergeht, werde ich nochmal gesondert ankündigen in ein paar Monaten. Und ja, jedenfalls bin ich fertig, zusammen mit zwei meiner Freunde, mit denen ich sonst immer unterwegs bin. Und ja, dementsprechend musste das natürlich ausgenutzt werden, die viele freie Zeit, die wir da jetzt haben, ab Anfang Juni. Und ja, deshalb sind wir jetzt gerade zwei Wochen am Stück unterwegs, sind heute losgefahren. Es ist der 7. Juni, sonntags. Und ja, zur Abwechslung, und das ist die absolute Neuheit bzw. auch Einzigartigkeit der Touren in diesen Sommerferien, sind wir mit dem Auto unterwegs. Ja, ich weiß, das ist auf einem Bahnkanal vielleicht etwas kritisch und ich bin auch selbst eigentlich kein großer Fan von Bahntouren mit dem Auto. Und es wird auch langfristig auf diesem Kanal wenig bis gar keine Videos darüber geben. Aber ja, in diesen Sommerferien, wohlgemerkt sind die Sommerferien nach der Schule ja meistens auch die letzten, in denen man so richtig viel Zeit hat, möchten wir mal das alles optimalst ausnutzen und wirklich, wir sind auch mit Zeltplus unterwegs, wir sind also spontaner als es nur irgendwie geht, wissen auch jetzt gerade noch nicht, wo wir heute übernachten werden und ja, dafür nur so dazu. Es ist ja auch bei den bisherigen Reiseberichten nicht so gewesen, dass ich viel über die Bahnfahrt erzählt hätte, meistens habe ich ja in der Regel nur gesagt, welche Stellen wir gerade besuchen. Und ja, deshalb sollte es für euch eigentlich keine so große Änderung ergeben. Und der Vollständigkeit halber und vor allem, weil es eine wahrscheinlich absolut coole Tour werden wird, ja, mache ich hier auch diesen Bericht dementsprechend. Und ja, ich hoffe, dass das für euch kein Problem ist. Wie gesagt, langfristig wird es hier eher wieder Bahntouren geben, gerade auch im Hinblick der zukünftigen Entwicklung des Kanals. Wie gesagt, darüber gibt es nochmal eine extra Ankündigung. Und ja, von daher würde ich sagen, los geht's. Los geht's, zunächst noch mit einem kurzen Zwischenstopp in Niederbrechen, um noch eine RB22 im Morgenlicht mitzunehmen. Es könnte eine gut ausgedachte Verarsche sein, aber wir sind tatsächlich mitten in NRW zwischen Wuppertal, Düsseldorf und Duisburg, auch wenn es hier überhaupt nicht so aussieht. Das ist ziemlich interessant, wie ländlich das hier zwischendurch ist. Jedenfalls sind wir an der Angertalbahn, einer nicht elektrifizierten Dieselstrecke, die zum Kalkwerk in Flandersbach geht. Und ja, hier ist ein recht netter Güterverkehr, teilweise mit so 32ern und eine davon wollen wir jetzt gleich aufnehmen. Thank you.
Also das mit der Sonne war eben wirklich verdammt knapp und hat aber noch gerade so gereicht. Und jetzt geht's weiter in den Duisburger Hafen. Das hat doch jetzt wunderbar funktioniert hier, dass jetzt gerade auch wieder das Licht rauskam. Es ist allgemein sehr wechselhaftes Wetter. Als wir hingefahren sind, war es noch sehr bewölkt. Dann das erste Bild dort an der Strecke nach Flandersbach hat ja mit Sonne funktioniert. Dann war es zwischendurch sehr bewölkt. Habt ihr gerade die zwei Bilder da gesehen, die wir an der Einstelle am Hafen gemacht haben. Jetzt sind wir jetzt zu der anderen Stelle und hier hat es wunderbar geklappt mit der Sonne. Hier kam wieder die Villa von vorhin zurück, die Rayon-Keks an der Seite hat. Und ja, werden jetzt bestimmt noch ein paar andere Sachen hier im Hafen machen. Und also bisher läuft das eigentlich ziemlich gut. Und bisher läuft auch das Wolkenglück echt sehr gut, muss man sagen. Also hoffen wir mal, dass das möglichst so bleibt. Ja, nachdem das im Hafen und so weiter einigermaßen gut geklappt hat und wir da eigentlich recht zufrieden waren, haben wir erstmal auf dem Zeltplatz unsere Sachen abgelegt, dort alles eingecheckt und so weiter und machen jetzt am Nachmittag noch ein paar Elfer auf dem L4 und wir hoffen, dass wir da heute noch ein paar Elfer kriegen und gucken mal, was jetzt auf dem nächsten Umlauf ist, der hier in wenigen Minuten in Wuppertal-Sonnborn um die Kurve biegen müsste. Es kommt sogar die Sonne raus.
Ja, guten Morgen. Ja, ich habe mich gestern leider nicht mehr gemeldet, weil ich es dann abends vergessen habe. Und ja, manch einer mag diese Aussicht schon kennen, beziehungsweise noch kennen, denn auf diesem Zeltplatz haben wir letztes Jahr schon mal. Wir haben heute hier in Kettwig an der Ruhr übernachtet. Und ja, gestern der RL4, das hat leider nicht so gut funktioniert, weil eigentlich an fast allen Stellen hatten wir immer Bewölkung gehabt, außer an der einen, aber da war schon ein bisschen Seitenschatten und naja, das ist echt ein bisschen suboptimal verlaufen. Aber da das vorher mit den Saisonreisern eigentlich ganz gut geklappt hat, ist der Tag insgesamt doch in Betracht des eigentlich sehr wechselhaften Wetters fast besser gelaufen als erwartet. Und ja, heute Morgen begrüßt uns natürlich ein noch bewölkteres Wetter. Es gibt nur eine einzige kleine Hoffnung, nämlich dieses Sonnenloch hier direkt über mir, das jetzt hier auch gleich Richtung Sonne ziehen wird. Deshalb werden wir jetzt vielleicht noch ein, zwei kleine Bilder in so einem 15-minütigen Sonnenloch machen können. Die machen wir entweder hier, da hinten fangen die S-Bahn über die Brücke, oder wir fahren noch kurz woanders hin, das werden wir in den nächsten Minuten entscheiden. Und da hier dann heute und auch die nächsten Tage bewölkt sein wird und aber im Nordischen, also wirklich ganz im Norden, jetzt die nächsten Tage sehr, sehr schönes Wetter sein wird, was dann wiederum im späteren Wochenverlauf dann nicht mehr der Fall sein wird, fahren wir heute jetzt tatsächlich ohne Zwischenstopps, anders als eigentlich geplant, erstmal direkt hoch bis in den schleswig-holsteinischen Raum und werden dann wahrscheinlich eher auf dem Rückweg unsere geplanten Zwischenstopps in Hamburg und Bremen und so weiter einlegen. Denn ja, wir wollen halt eigentlich das gute Wetter dann da oben nutzen. Und wenn das jetzt nur Anfang der Woche ist, heute ist ja Montag, fahren wir eben heute direkt hoch und machen jetzt erstmal kurz noch 2-3 Morgenaufnahmen. Wissen aber wie gesagt noch nicht genau, wo. Ja, leider hat das mit der Sonne nicht so ganz geklappt, weder an der Ruhrbrücke noch hier, als wir gerade nochmal für ein Bild wieder an dieser Angertalbahn nach Flandersbach waren. Und ja, jetzt sind wir hiermit schon mal fertig und jetzt geht's entweder, wie angekündigt, direkt in den Norden oder nochmal ganz kurz für eine Aufnahme in den Duisburger Hafen und dann in den Norden. Das schauen wir jetzt nochmal. Aber ja, ich denke mal wahrscheinlich, dass ich mich als nächstes erst wieder aus dem Norden melde, vielleicht nochmal aus dem Hafen. Und ja gut, die Bilder an der Ruhrbrücke, wie gesagt, waren ganz okay. Ja, und das hier eben, naja, war halt alles nicht so toll. Aber ist halt bewölkt, was will man da machen? Letztendlich sind wir dann direkt durch bis in den Norden gefahren. Und haben dort zunächst unseren Zeltplatz in Leck bezogen. Bevor wir dann nach Klangsbühl gefahren sind, um an diesem Abend erste Aufnahmen zu machen. We'll be right back.
Nachdem in Klangsbüll dann das Licht mehr und mehr in Richtung Strecke zog, haben wir dann an die NEG-Strecke nach Dagebüll gewechselt, um im Abendlicht dort noch zwei Züge aufzunehmen. An diesem Morgen hatten wir eigentlich geplant, Morgensonnenaufnahmen in der Nähe von Lehnshallig zwischen Niebel und Klangsbüll zu machen. Da allerdings rund um Niebel eine riesengroße Wolkenfront hing, mussten wir in Richtung Süden ausweichen und konnten immerhin nahe Langenhorn zwei RE6er im Morgenlicht aufnehmen. Als wir uns dann extra an diese Stelle für einen Seitenschuss positioniert hatten, kam natürlich die verlängerte RE6-Garnitur, die an dieser Stelle dann natürlich überhaupt nicht zur Geltung kam. Als es dann auch hier letztendlich zuzog, ging es zum Zeitvertreib mal nach Dagebüll-Mohle, den sehr interessanten NEG-Endbahnhof, um dort kurz die Ausfahrt eines 629 aufzunehmen. Später entdeckten wir auf dem RE6 eine Ersatzgarnitur und fuhren deshalb der Sonne hinterher in Richtung Süden, wobei wir aufgrund eines Staus den Zug leider nur an dieser Ersatzstelle südlich von Husum aufnehmen konnten. Immerhin den IC 2311 mit dem Doppel der leihweise eingesetzten Press 218er konnten wir in der eigentlich geplanten Stelle in Lunden aufnehmen, allerdings mit dürftiger Sonnenintensität. So, ja, mal kurz einen Blick auf unseren aktuellen Zeltplatz in Leck nahe Niebel. Und ja, ich habe mich leider ein bisschen lange nicht zwischengemeldet, weil sehr viel Spontanität auch drin war.
und ich dann oft keine Zeit hätte oder es vergessen habe und so weiter. Und ja, jedenfalls nach dem Morgenprogramm, das zwar doch jetzt recht akzeptabel war mit der Ersatzgarnitur und den Press-218ern und so weiter, geht es jetzt am Nachmittag auf die Insel Sylt rüber mit dem RE6 und ja, machen heute ganz viele Aufnahmen rund um Sylt und den Hindenburgdamm und hoffen, dass wir dort nochmal erfolgreich sind. Aber mit der City sind ja aktuell sehr viele Lyloks auch unterwegs und auch auf dem RE6 sind heute zwei Ersatzgarnituren im Einsatz, also das verspricht sich doch recht gut zu werden, in der Hoffnung, dass es dem Wetterbericht folgend hier heute noch aufziehen wird. We'll be right back.
Jo, moin moin. Am mittlerweile vierten Tag. Wir sind jetzt hier gerade in Schesel. Ja, ihr habt ja die Aufnahme auf der Marschbahn gesehen. Wir sind insgesamt quasi zwei Tage, also den einen Nachmittag, den einen ganzen Tag und den einen Vormittag oben gewesen. Sehr wechselhaftes Wetter, von Regen bis hin zu strahlendem Sonnenschein, alles dabei gewesen. Ja, deshalb waren die Aufnahmen manchmal auch so ein bisschen durcheinander. Das heißt durcheinander, aber sehr viele Wechsel drin, weil wir eben oft wetterspezifisch gewechselt haben oder auch mal eine Pause eingelegt haben, wenn halt wirklich keine Sonne da war. Und ja, insgesamt haben wir doch, ich hoffe, es geht vom Wind her, haben wir leicht wegen der Windrichtung, dass man vielleicht besser hört. Wenn man jetzt halt die Strecke so von der anderen Seite sieht, jedenfalls, haben wir eigentlich doch recht viele schöne Bilder gemacht. Allerdings mehr oder weniger nur von den in Anführungszeichen normalen Sachen, als Autozug mit 245, RE6 und der Privatautozug mit 247 und zum Glück noch zwei sehr schöne NDG629 Bilder. Trotzdem sind wir jetzt oben schon weg, weil das Wetter sich die nächsten Tage so wechseln wird, dass im Norden schlechtes und im Süden gutes Wetter ist, und machen heute einen Zwischenstopp in Schesel zwischen Hamburg und Bremen, wo jetzt überraschenderweise hier noch gerade die Sonne rausgekommen ist, und solange diese Wolkenschicht da hinten nicht hierher zieht, bleibt sie das auch, und machen jetzt auch am Abend ein paar Stunden schöne Aufnahmen, bevor es dann morgen weitergeht in Richtung Ostdeutschland. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down the fire away. But I'm a heavyweight. Say, go take it all away, but I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight.
Ja, wo sind wir jetzt? In Straßgräbchen-Bernsdorf. Das ist nordöstlich von Dresden, in der Nähe vom Ort Kamenz. Und ja, nachdem es den ganzen Tag sehr, sehr viel geregnet hat, die auch heute Morgen sehr nass geworden sind und ja, ist jetzt am Abend leicht aufgezogen. Es kommen ein paar Sonnenlöcher durch die Wolken. Und ja, wir müssen mal ein bisschen hier gucken, wie fern wir jetzt Glück haben. Wir sind hier auf jeden Fall auf der Strecke zwischen Kamenz und Hosena. Das ist, wie gesagt, nordöstlich von Dresden. Und hier ist einiges an Güterverkehr unterwegs. Unter anderem fahren hier Züge von DB Cargo, EBS, ITL, Freightliner. Also einiges wirklich dabei mit diversen Fahrzeugen. Wir werden mal schauen, was jetzt hier so alles fährt. Ist ja für uns auch das erste Mal. Auf jeden Fall sollte das eine relativ sehenswerte Strecke sein. Und jetzt hoffen wir, dass das von den Zügen und von der Sonne her einigermaßen funktioniert. Zunächst jetzt hier in Straßgräbchen-Bernsdorf am Bahnhof und mal schauen, wo es uns heute noch so hin verschlägt. Thank you.
Aber wir sind jetzt hier gerade am Bahnhof in Straßgräbchen-Bernsdorf an Tag 2 unserer, ja, unserem Tourteil hier in Sachsen in der Oberlausitz. Und nachdem wir gestern Abend und auch heute Morgen zwar hier sehr schöne Züge bekommen haben, allerdings bis auf wenige Ausnahmen wie die LZ-Fahrt gestern Abend, nichts mit Sonne, ja, hoffen wir jetzt, dass es heute Abend klappt. Allzu gut sieht es allerdings nicht aus. Es ist immer noch sehr, sehr wechselhaft das Wetter. Das Ganze war eigentlich ein bisschen besser vorher gesagt, naja. Und ja, hier kommen jetzt gleich noch ein, zwei Züge, mal schauen. Und hoffen, dass das dann in irgendeiner Weise was wird. Und wir haben beschlossen, da das Wetter relativ gut bleiben soll die nächsten Tage, Wochen und diese Strecke hier sehr viel Potenzial hat, bleiben wir noch eine Weile im Raum hier. Also heute ist Freitag, Samstag und Sonntag fährt hier so gut wie gar nichts. Da werden wir vor allem andere Sachen machen, eventuell zum Beispiel Elbtal etc. Das kann man von hier aus relativ schnell und gut erreichen. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich dann Anfang der Woche, also Montag und vielleicht auch nochmal Dienstag, hier nochmal die Zeit verbringen. Denn ja, hier fährt ja anders als auf vielen anderen Anschlussstrecken, wo meistens 232 und vielleicht noch irgendwie Gravita oder so fährt, 232 und 285 und Class 66. Und also hier ist sehr, sehr bunter, sehr interessanter Verkehr und hier gibt es auch einige schöne Fotostellen. Und ja, das lohnt sich eigentlich sehr. Von daher verbringen wir die Zeit wahrscheinlich noch ein bisschen hier. Und noch kurz zur Erklärung, warum heute so wenig Aufnahmen letztendlich insgesamt kamen. Auf der Strecke fahren die meisten Züge nur in den Tagesrandlagen, was ja vom Sonnenstand her eigentlich sehr schön ist. Und deshalb haben wir heute Mittag mal kurz was außerhalb der Bahn gemacht. Kann man ja auch machen, ist ja für uns quasi wie Urlaub. Sind im See direkt an unserem Zeltplatz, werde ich vielleicht die nächsten Tage nochmal zeigen, wie das da aussieht. Baden gewesen, also nur, dass ihr euch nicht wundert, dass der Tag jetzt quasi etwas kurz wirkt. Wenn wir morgen wirklich wie geplant im Elbtal sind, gibt es da mit Sicherheit wieder ein ganz paar mehr Aufnahmen, weil da geht man ja dann eher auf Masse, während hier eben nur einzelne Züge kommen. Also genug der Vorräder, jetzt gucken wir mal, wie das mit den Zügen hier klappt. Da an diesem Abend auf unserer Strecke schon um 18 Uhr der letzte Zug fuhr und wir das Abendlicht dann nicht ungenutzt lassen wollten, haben wir kurzfristig noch einen Abstecher an die Strecke Chemnitz-Leipzig gemacht, um ein RE6 im Abendlicht mitzunehmen. Wie angekündigt, ging es dann am Samstag ins Elbtal.
must run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence. The blood running through our core. Best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before. And I'll say eternal. Aufziehenden Gewittern haben wir dann nach dieser Aufnahme den heutigen Tag schon beendet. Am Sonntag, an dem erstens das Wetter nicht ganz so perfekt war und zweitens auf der Strecke ja, wie angesprochen, so gut wie nichts fuhr, haben wir dann erst einmal ausgeschlafen, uns erholt, am Nachmittag dann schon mal ein paar Stellen für die nächsten Tage erkundigt und sind dann nur zum Abend nochmal kurz nach Hosena gefahren, um an der elektrischen Strecke zwischen Ruhland und Hoyerswerda noch 2-3 Züge im Abendlicht mitzunehmen.
So, wir sind jetzt, nachdem wir den relativ bewölkten Sonntag fast komplett als Pausentag genutzt haben, am Abend erst kurz in Hosenau an der Strecke zwischen Ruhland und Hoyerswerda gewesen und sind jetzt noch am Abend zum einzigen Zug, der heute hier auf unserer Strecke fährt, hingefahren. Und ja, nachdem der Lokführer sehr freundlich gewesen ist, haben wir den Abschlag mit ihm abgemacht, dass die Lok eine kleine Spotlight-Beleuchtung hier bekommt. Und ja, nehmen jetzt hier noch ein paar sehr interessante Fotos hier im Anschluss in der Nähe von Schwarzkäppchen-Bernsdorf auf, bevor es dann schlafen geht. Und morgen früh ist dann Montag, dann fahren ja wieder mehr Züge. Und dann hoffen wir, dass es dort auch nochmal was Gutes aufzunehmen gibt.
haben nach langer Zeit mal wieder einen Ortswechsel gemacht. Ja, denn wir hatten jetzt doch eine recht erfolgreiche Ausbeute gehabt auf der Strecke da hier bei Kamenz in Straßgräbchen-Bernsdorf. Und ja, insbesondere die Lobiterleistung, aber auch das Restliche war doch, ja, konnten wir ein paar sehr schöne Aufnahmen machen. Sind eigentlich auch heute Morgen dort nochmal Aufnahmen machen gewesen, beziehungsweise wollten. Sind aber, weil wir den Wecker falsch eingestellt haben, eine Stunde zu spät aufgestanden und irgendwie kam dann da nichts mehr. Den Einzug haben wir dann irgendwie noch verpasst. Dann haben wir irgendwie ein bisschen Mist gebaut heute Morgen. Und naja, jetzt haben wir jedenfalls dort gewechselt. Wir stehen hier gerade in Deutschenbora. Auf einer fast stillgelegten Strecke westlich von Dresden, wo allerdings noch einzelne Leistungen mit Hectorail reinfahren, mit Baureihe 251er Loks, also den Wummen. Und ja, die Informationslage auf der Strecke, so die man so als Normalo rauskriegt, ist relativ dünn, deshalb müssen wir so ein bisschen auch auf Glück gehen. Es steht auf jeden Fall zwei Loks in Cosfic abgestellt, haben wir gerade überprüft. Und ja, eigentlich sollte ich heute nochmal einen Zug reinfahren. Hoffe, das wird was, ist ein bisschen auf Risiko, aber wenn es klappt, ich meine, so eine Hectorail 251 auf einer quasi, na, nicht stillgelegt, aber doch so fast stillgelegten Strecke quasi, ist doch ja, durchaus sehr besonders und würde sich auf jeden Fall lohnen dafür, dass wir halt jetzt hier einen recht hohen Zeitaufwand dafür betreiben. Und ja, wir müssen schauen, ob das jetzt hier klappt. Wetter ist auch ein bisschen wechselhaft heute, gerade ist ja Sonne da. Und ja, mit Glück gibt es jetzt hier Sonnenbilder von Hectorail 251ern und ja, mit Pech vielleicht sogar wieder noch. Mal schauen. Man mag uns für verrückt erklären, aber wir sind schon wieder an unserer Stammstrecke heute, am vorletzten Tag. Ja, der Grund ist relativ einfach. Wir sind gestern ja tatsächlich in Nossen gewesen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Allerdings ja, ist der Wetterbericht jetzt der folgendermaßen, dass im fast ganz Deutschland schlechtes Wetter ist, außer ganz im Norden und ganz im Osten. Und ja, da die Strecke hier nach wie vor sehr schön ist und es meiner, also unserer Meinung nach wenig Sinn ergeben hat, sich ins schlechte Wetter zu stellen an Strecken, wo ein ähnlicher oder sogar schlechterer Güterverkehr ist, ja, sind wir jetzt doch nochmal hier, haben dann letztendlich diese Strecke erstmal wahrscheinlich dick abgehakt und werden in nächster Zeit hier nicht mehr hinfahren, denke ich mal zumindest. Ausgeschlossen ist nichts, denn die Strecke ist halt wirklich sehr, sehr lohnenswert. Ja, es gibt ja wirklich viele Strecken in Deutschland, wo so einzelne 32 Leistungen oder so fahren, aber auf der Strecke fahren die halt A, regelmäßig, B, zu lichttechnisch sehr ansprechenden Zeiten und der Beifahr mit den Freightliner, ITL und so weiter Zügen ist wirklich auch nochmal sehr legendär. Auf den meisten anderen Strecken hat man als Beifang mal so eine Gravita-Leiste oder auch mal zu 94 oder so. Aber dass wirklich eigentlich nur solche tollen Sachen fahren, das ist wirklich selten. Und ja, deshalb sind wir wirklich sehr lange hier. Und ja,
Wie gesagt, heute ist der letzte Tag. Morgens haben wir nichts gemacht, weil da war es bewölkt. Und ja, jetzt ist es halt wieder nachmittags. Wir machen gerade unsere nachmittägliche Runde, gucken, was wir so alles vor die Linse kriegen. Und ja, dann morgen früh, genauso wie heute Morgen. Wir schauen, wie die Sonne ist. Und wenn Sonne da ist, machen wir morgen früh nochmal ein paar Züge. Wenn nicht, dann nicht. Und nach dem Frühstück wird es dann wieder nach Hause gehen. Ja, ich habe mir aber zumindest fest vorgenommen, nochmal eine Verabschiedung zu drehen. Und ich hoffe, ich denke dran. Ihr wisst das ja, wie das bei mir manchmal so abläuft. Ja, sollte man aber eigentlich nach so einer großen Tour machen. Und ja, jetzt hoffen wir, dass das hier funktioniert. Es ist ja erstaunlich sonnig, muss man sagen. Ein paar Wölkchen sind unterwegs, also es kann durchaus ja, ein paar Wolken vor die Sonne geben. Ja, aber man kann ja erstmal optimistisch sein, dass das hoffentlich so irgendwie klappen wird. Jo, ich hoffe, man versteht alles, trotz Autos im Hintergrund. Ich muss leider die Verabschiedung dieser Tour auf einem Autobahnparkplatz machen, weil ich es heute Morgen in Kamenz nicht dran gedacht habe, zumal wir da etwas schneller aufgebrochen sind wegen anziehendem Regen. Hierbei sind wir gerade auf der Heimfahrt. Ja, die letzten Tage in Kamenz haben wir nicht mehr so viel gemacht. Generell ist die Ecke dort halt so, ja, wenn es dann mal was kommt, so viel fährt er ja nicht, ist da durchaus Potenzial da. Wir haben auch einige schöne Bilder gemacht, aber da fährt allgemein nicht so viel. Deshalb waren es auch jetzt nicht so viele Aufnahmen. Die letzten Tage waren jetzt etwas kürzer im Bericht, aber es hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, wir fahren jetzt wieder zurück nach Hause und damit wäre dieser Bericht dann auch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.